Hallo zusammen, heute mal wieder ein Gehäusetest vom Spieleonkel. Und zwar, hier steht es schon, das Corsair Obsidian 750D. Also die Obsidian-Reihe von Corsair ist ja bekannt. Es gibt das 900D zum Beispiel, das ist ein sehr großes. Es gibt das 350D, das ist ein kleines, nur für Micro-ATX-Platinen. Jetzt haben wir hier das 750D reingekriegt, das ist sozusagen das Mittelmaß MIDI Tower. Und dann gucken wir uns den doch mal an. Als erstes machen wir mal den Hebetest hier. Und da merke ich, der Rückenarzt wird nicht meckern. Das Gerät ist recht leicht. Das liegt daran, dass es nicht nur Stahl verbaut hat, also dass hier nicht nur Stahl verbaut wurde, sondern auch Aluminium. Und das befindet sich häufig, also zum Beispiel hier an der Front ist es Aluminium, der Deckel wird Aluminium sein, die Türen, während die Zarge, also sagen wir mal das reine Gehäuse, wo das Mainboard dann reinkommt, aus ganz normalem Stahl besteht, das ist auch fester. So, wir fangen einfach an von innen nach außen, wir machen es auf. Fangen aber vorher an, bevor ich jetzt den Deckel öffne, sehe ich schon die erste Besonderheit dieses Geräts hier oben, der Staubschutz. Eigentlich nichts Besonderes, aber in diesem Fall, das ist eine feine Sache. Wie man sieht, hier sind Magnete und das heißt, man kann den abnehmen und einfach so wieder drauflegen. Das ist schon mal eine schöne Sache, hat nicht jedes Gehäuse. Zweite Sache ist hier vorne diese Klappe, weil ich sehe gerade, bleiben einfach mal außen. Hatten ja schon gesagt, die besteht auch aus, es ist zwar Plastik, aber es ist mit Aluminium beschichtet. Da kommt man dann, wenn man die geöffnet hat, kommt man hier vorne an die Frontlüfter dran. Wir schauen mal, was man da machen kann. Ich nehme mal hier dieses Klebeband ab. Das Ding ist ja noch nagelneu aus dem Karton. So, hier kann man dann 240 mm Lüfter verbauen. Das ist eigentlich eine schöne Sache, vor allen Dingen diese Montageart mit der Klappe. Allerdings hat diese ganze Nummer einen Haken, das habe ich auch schon beim 350er bemängelt und auch beim 900D ist es auch nicht so toll. Diese Halterung ist sehr frimmelig und die bricht sehr, sehr schnell ab. Das heißt, man sollte vermeiden, es ständig auf und zu machen. Das ist so ein Tipp von mir, denn dann geht es sehr schnell, dass auf einmal diese kleinen Dinger, die sind sehr dünn und fragil, abbrechen. So, das wäre so. Dann gucken wir mal weiter, sehen wir schon hier Anschlüsse. Zweimal USB 2.0, zweimal USB 3.0, auch Standard, auch nötig. Also ich finde, wenn nur zwei sind, ist es ein bisschen wenig. Die typischen Audioanschlüsse, hier vorne der Ausschalter, der auch beleuchtet ist. Ansonsten Lüftersteuerung nicht vorhanden, auch nicht irgendwelche Displays für die Lüftersteuerung. Das also nicht. Gut, dann gucken wir rein. Ich fange an, ich lege es mal, da kann man vielleicht mehr sehen. Das ist vielleicht besser, als wenn es steht. So. Also, erstmal fällt auf, gut, auch hier, sehr schön, eine Scheibe im Seitenteil, die dann, das ist aus Alu, kann man auf jeden Fall, ist richtig stylisch. So, innen drinne fällt sofort auf, hier die Festplattenkäfige sind modular, sprich, sie sitzen nicht hier übereinander, sondern nebeneinander, können natürlich auch draufgesetzt werden, was aber ein Vorteil ist, man hat hier riesig viel Platz für eine Grafikkarte. Ich habe jetzt leider keinen Zollstock, aber das ist einiges. Das heißt, es kann also eine richtig große Karte sein und wir haben trotzdem noch Platz. Normal für so ein Gehäuse dieser Größe hier oben, 3x5¼ Zoll Einschübe. Das ist also eigentlich Standard. Gut, beim Big Tower hat man meistens nur einen, manchmal sogar zwei mehr. Hier unten die 3,5er können gleichzeitig auch für 2,5 Zoll SSDs benutzt werden. Das sieht man hier, hier sind Anschraubungen. Das ist typisch für Corsair, das sind diese Dämmungen, das heißt, das ist schraubenlos, man bricht es oder man biegt es, setzt die Platte ein, die 3,5 Zoll HDD zum Beispiel, und hat dann hier zwar so Gummiringe, die dämmen sollen, finde ich nicht optimal gelöst, da gibt es andere Lösungen, die sind doch etwas besser und dämmen noch mehr, zum Beispiel Lian Li hat richtig dicke, fette Schrauben mit Gummieinsatz, aber gut, auf jeden Fall leichte Dämmung vorhanden, 6 Stück haben wir hier, schraubenlos. Hier hinten sieht man, man kann hier einiges einbauen. Und zwar hat man hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Steckplätze. Das heißt also, in dieses Mainboard passen auch ATX-Boards. Das heißt, die Größe ist hier kein Problem. Das ist auch sehr schön. Hier oben sieht man sehr klasse, dass da Platz ist. Und da könnte man zum Beispiel auch, das sieht man hier hinten, könnte man möglicherweise einen Radiator einbauen. Ansonsten sind 3x120 oder sogar 3x140 mm Lüfter möglich, obwohl Corsair in seiner Beschreibung nur angibt, dass nur zwei passen. Aber hier oben kann man noch einen hintersetzen, das geht also schon. Gut, Originallüfterbestückung, man hat gesehen, wir hatten vorne schon zwei 140er, hier hinten ist auch noch einer.
Das ist auch eigentlich ganz gut. Man könnte natürlich noch jetzt die obere Bestückung, da müsste man dann zukaufen und müsste sagen, gut, wenn ich jetzt hier noch drei haben will, die Luft kräftig nach draußen blasen, muss ich die natürlich noch holen. Wir haben eine Besonderheit, habe ich jetzt mal geguckt. Wir gucken auch immer, ob die Geräte schnittkantenfrei sind. Und das ist hier drin auch alles gut gelungen. Wenn man so fühlt, da ist nichts, was beim Einbau einem eine Macke versetzen könnte. Allerdings, wenn man mal hier hinten guckt, das gefällt mir überhaupt nicht. Und ich weiß auch nicht, warum das so sein muss. Hier bei dem einen, wo man das Netzteil einbaut, wenn man diese Dinger hier sieht, und man passt da nicht auf. Ich will es jetzt auch gar nicht demonstrieren, sonst haben wir hier noch die Leute, die kein Blut sehen können, an der Ecke liegen. Das ist nicht gut. Das ist richtig gefährlich. Also da würde ich sagen, das kann man bestimmt auch anders lösen, indem man einfach hier ein Vollprofil macht, wo man die Schraube befestigt. Also so muss das nicht sein. Ein weiteres schönes Feature dieses Geräts, das findet sich, wenn man die andere Wand löst. Und zwar auf der Rückseite der Mainboard-Halterung. Da sehen wir hier dieses hier. Und das ist wirklich, finde ich, das ist sehr gut gelungen. Das ist eine sehr, sehr, sehr tolle Ausstattung. Hier passen nämlich bis zu 4 2,5 Zoll SSDs rein, die man einfach ohne jegliche Schrauben, wenn man sie gerade kriegt, reinschiebt. Und man kann dann auch wunderbar hier über diese Kabelführung das Kabel rausführen und anschließen. Das heißt also, wenn man nachrüstet, wenn man jetzt zum Beispiel ein Betriebssystem auf die SSD rüberpackt und das dann nachrüstet, ist das hier relativ einfach. Man nimmt also einfach eine Klappe weg, setzt die rein und gut. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also man merkt, wertig verarbeitet, klar, meine bei den Materialien, ist auch recht verwindungssteif, soll auch kühl halten. So zumindest kommt Corsair mit dem Anspruch, dass das Gerät auch die Hardware recht kühl hält. Das werden wir dann gleich noch testen. Das könnt ihr dann im Artikel nachlesen. Und ansonsten würde ich sagen, 150 Euro werden ausgerufen. Das ist ein fairer Preis, eben wegen der guten Verarbeitungsqualität und der Features. Klar, die kleinen Macken hier unten. Aber ansonsten kann man schon sagen, es ist ein gutes Gehäuse und es ist auch wirklich eine gute Auffrischung dieser Reihe. Dass man im Gegenteil zu dem 900D nicht so ein riesen Gehäuse hat, sondern hier so ein kleines, etwas kleineres, kompakteres. Also so gefällt es doch schon ganz gut.